Hallo, liebe Edisons. Wir sind mal wieder unterwegs. Diesmal in Hannover, wo wir uns das Facelift des Volkswagen ID.3 ansehen wollen. Bei mir steht Klaas Stöhr, der Produktmanager für den ID.3 bzw. für das Facelift des ID.3, wenn man so will, der ID.3 2.0. Ich erinnere mich, im Herbst 2020 kamen die ersten Exemplare des ID.3 auf den Markt. Jetzt schon ein Facelift? Ist das nicht ein bisschen früh? Man könnte sagen, es kommt ein bisschen früh. Wir haben uns aber bewusst für diese Entscheidung entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen die Änderungen, die wir ins Fahrzeug bringen, möglichst früh auch vor Kunde bringen. Wir haben gesagt, wir können den ID.3 aufwerten und das haben wir getan. In welcher Form? Erzählen Sie mal, was sind die wichtigsten Details, die Sie angepackt haben? Also wir haben den Fokus auf zwei Themen gelegt. Zum einen auf das Exterieur, wo wir gesagt haben, wir wollen das Exterieur schärfen, wir wollen so ein bisschen erwachsener werden, wir wollen ein bisschen mehr Kontur, ein bisschen markanter werden. Das heißt, wir haben das Exterieur geschärft, wir haben aber dann den Hauptfokus aufs Interieur gelegt, wo wir gesagt haben, hier wollen wir wirklich die Qualität aufwerten, das Interieur allgemein aufwerten, Look and Feel dann für den Kunden dann im Fahrzeuginnenraum aufwerten. Und das war uns hier dann das größte Anliegen. Neben natürlich weiteren Themen wie das Thema Nachhaltigkeit, recycelte Materialien. Ja. Innenraum sehen wir uns gleich an. Ich glaube, die Front ist am stärksten verändert worden. Ich vermisse, ich sage immer, das Doppelkinn, was früher unter der Frontscheibe war. Hatte das Element eigentlich eine Funktion? Also das Designelement hier vorne auf der Fronthaube haben wir dann zum Facelift entfernt. Das heißt, wir haben die Fronthaube hier ein bisschen nach oben gezogen. Es sieht jetzt mehr in Wagenfarbe aus und ist dann auch durch diese Kontur auf der Fronthaube noch mal ein bisschen sportlicher geworden. Das spielerische Element der Honigwaben im im Stoßfänger vorne ist verschwunden. Es wirkt jetzt insgesamt sportlicher, wenn ich das so feststellen darf, ne? Absolut. Also wir haben gesagt, wir wollen weiterhin das ID.3-Lächeln beibehalten in der Front, hier auch unten im Stoßfänger. Aber wir wollen ein bisschen sportlicher, ein bisschen aggressiver, ein bisschen markanter werden. Das heißt, das Lächeln ist immer noch da, aber eben ein bisschen erwachsener. Erwachsener, genau. Und dann schauen wir uns mal vielleicht kurz den Innenraum an. Ich glaube, da ist der größte Sprung auch fühlbar, ne? Absolut. Herr Stöhr, was mir auffällt, Sie haben auch eine Veränderung in der Farbpalette vorgenommen. Wir sitzen hier gerade in einem, ja, tarnfarbenen ID.3. Wie heißt dieser Farbton? Ja, die Farbe heißt Dark Olivine Green. Das ist unsere neue Kommunikationsfarbe. Eine Farbe in einem Grünton. Tarnfarben, glaube ich, trifft es nicht so ganz, sondern es ist eher ein fröhlicheres Grün. Vor allem eine Farbe, die unter verschiedenen Lichtbedingungen auch anders wirkt. Das heißt, jetzt unter einem anderen Lichteinfall mit ein bisschen Sonnenstrahlen wird diese Farbe dann einen leichten Goldschimmer haben und drückt, glaube ich, ziemlich das aus, was wir mit dem ID.3 Facelift ausdrücken wollen. Wir werden ein bisschen erwachsener, wir werden ein bisschen hochwertiger und dazu passt diese Farbe sehr, sehr gut. Finde ich auch. Der Wagen sieht gut aus. Jetzt sitzen wir im Innenraum des ID.3. Da hat sich eine ganze Menge getan, wie ich sehe. Wo haben Sie angepackt? Ja, absolut. Also wir haben hier Wert drauf gelegt, wirklich weichere Materialien ins Fahrzeug zu bringen, hochwertige Materialien und recycelte Materialien. Das bedeutet hier auf der Türbrüstung hinter mir, hier vorne auf der i-Tafel mit einer durchgängigen Echtnaht. Das sind so die Hauptthemen, auf die wir uns dann gestürzt haben. Und hier haben wir dann dementsprechend viele weiche Materialien reingebracht, um einfach das Look and Feel dann für den Kunden auch besser darzustellen. Ich kann mich erinnern, es gab dieses Fahrzeug auch mit einem sehr hellen Interior in beige-weiß, Elefantenfarben mit Orange gemischt. Dieses spielerische Element haben Sie jetzt hier nicht mehr. Es wirkt auch im Interieur deutlich erwachsener. Ja, wir sind da schon klassischer unterwegs. Das heißt, diese knalligen Farben im Interieur wird es so nicht mehr geben. Mhm. Natürlich sagen wir weiterhin, wir bieten ein Lifestyle-Produkt an und bieten auch das Interieur dazu, aber nicht mit diesen knalligen Farben. Ja. Was mir natürlich jetzt auffällt, wenn ich reinschaue, ein Element, der Slider, ist immer noch dunkel, also der Slider zur Veränderung von Lautstärke oder Temperatur. Das ist richtig. Das ist ein wenig ein Ausblick, den wir dann nochmal auf 2024 lenken, wo wir auch sagen, da gehen wir auf eine neue Architektur. In diese Zukunft gucken und arbeiten wir. Der ID.3 wird erwachsener, optisch, qualitativer. Hat sich sonst noch was getan? Ja, gerade beim Thema Recycling haben wir einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Das heißt, wir haben im Innenraum Wert auf noch mehr recycelte Materialien gelegt, wie zum Beispiel die Sitzbezüge ab der Basis übrigens, wie dann auch der Dachhimmel oder die Fußmatten, wo wir sagen, wir haben hier gerade, was den recycelten Anteil angeht, einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht und sind jetzt beispielsweise in den Sitzbezügen bis zu 70% recycelt. Immerhin, super. Wann steht der Wagen so, wie er hier steht, beim Händler?
Im Sommer steht das Fahrzeug bei den Händlern und dann ab Herbst werden die ersten Kunden das Fahrzeug bekommen. Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.